Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 9. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und bekommt einen Einfluss von Nashira. Diesem Stern Nashira bedeutet übersetzt, das kommt von Arabischen und bedeutet übersetzt das ausbreitetes Glück, also ein Glücksstern. Unser Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Heute läuft 4 Grad nördlich im Mars vorbei. Mond hat einen Einfluss von Antares. Antares ist eine von den königlichen Sternen, so haben die alten persischen Astronomen bestimmt etwa 3000 Jahren vor unserem Zeitrechnung. Antares ähnelt sehr an Mars. Sie wird auch mit Mars vergleicht. Man sagt auch gegen Mars. Nicht vergessen, Mars ist der Kriegsgott Ares. Und für Antares wird gesagt, das verhindert die Kriege, verhindert den Unheil auf die Erde. Und diesem königlichen Stern Antares befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Es ist nichts anderes als der Herz des Skorpion. Und es bedeutet für uns, auf unserem Herz zu hören, einen Krieg zu verhindern. Und jetzt meine ich nicht die großen Kriege, da haben wir keinen großen Einfluss, sondern auf dem Stress oder Streitigkeiten, was unserem Alltag betrifft, dass wir gegensteuern und Frieden bringen. Nicht nur Antares wirkt auf dem heutigen Mondbewegung, sondern auch Rastaban. Rastaban ist nichts anderes als der Kopf der Schlange. Was für Schlange ist es? Das gehört zusammen mit dem Sternbild Schlangenträger. Die Schlangenträger hat den Schlange im Hand. Die Geschichte über den Schlangenträger, was nichts anderes ist als Asklepios, der himmlische Arzt, habe ich gestern schon erzählt. Und heute begegnen wir mit dem Sternbild Schlange und Rastaban ist ein Stern von diesem Sternbild, der Kopf der Schlange, dass wir Gedanken machen und unterscheiden von Gerechtigkeit oder Falschheit zwischen Wahrheit und Lüge. Und wie beeinflusst das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. In dem gleichen Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Löwe. Und was trifft die Wassermanngeborenen? In den letzten Tagen war die Ungerechtigkeit oder die Wassermanngeborenen haben etwas als ungerecht empfunden. Das lässt sich nach. Die Wassermanngeborenen haben auch die Kraft, aber auch das Auftreten, dieses Selbstbewusstsein, sich durchsetzen im Leben und bekommen auch Anerkennung, sie werden gerade wahrgenommen. Ein wichtiges Gespräch ist auch möglich. Bei vielen Wassermanngeborenen gibt es Themen, was die Karma betrifft. Und hier in diesem Bereich bewegt sich auch die absteigende Mondknoten, was ein Hinweis ist auf die alte Karma. Liebe Partnerschaft spielt auch eine große Rolle, gerade bei den Wassermanngeborenen. Und die Wassermanngeborenen haben die Bedürfnis Klarheit in die Liebe Partnerschaft. Vielleicht nicht heute, aber das nähert sich in die Tage, etwas klärt sich auf. Bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen sind heute Einschränkungen da, weil sie fühlen sich ein bisschen beengt.
Es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, etwas Neues zu beginnen. Lieber warten für den richtigen Moment. Und es kommt, wenn der Mond übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Also es verbessert sich in den Tagen, dann kommt wieder Ruhe und Stabilität und Ordnung. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist gerade eine sehr schöne Energie, besonders bei Neuanfang, bei Neubeginn. Die Kraft und Mut ist da, die Möglichkeiten und die Chancen, Einflüsse von außen, ein Neubeginn beruflich oder neue Kontakte, aber in die Liebe, Partnerschaft gibt auch die Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, besonders was die Liebe betrifft, aber was auch die Finanzen betrifft. Obwohl das ist die wichtige Aufgabe, gerade bei den Stiergeborenen, die Werte zu erkennen, Wertschätzung verlangen und die Finanzen in Ordnung zu bringen. Jetzt etwas investieren, ist die Risiko noch groß. Lieber warten, bis Mond übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Dann stabilisiert sich etwas und kommt auch Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben auch eine tolle Energie. Sie sind von etwas begeistert. Sie haben Kraft und Mut, all das zu bewältigen. Sie sollen aber auf die inneren Gleichgewicht, auf die innere Ruhe achten. In die liebe Partnerschaft haben die Leichtigkeit. Eine gute Nachricht ist auch unterwegs. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, auch in die liebe Partnerschaft, aber auch beruflich. Sie haben aber die große Bedürfnis, im beruflichen Umfeld etwas verbessern. Oder viele Krebsgeborenen gehen neue Wege, treffen Entscheidungen und möchten die wahre Berufung leben. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben einen guten Einfluss, etwas zu verändern, verbessern, nicht nur beruflich, sondern auch in die liebe Partnerschaft. Es ist neue Begegnungen möglich, karmische Verbindungen oder im liebe Partnerschaft verbessert sich etwas. Wichtig ist ein Entgegenkommen, Gespräche führen, die Kontakte suchen, Gefühle zeigen und so kommt das alles in Harmonie. Beruflich etwas zu verbessern, etwas Neues beginnen, eine Veränderung, haben die Löwengeborenen auch die optimale Zeitqualität. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sich ein bisschen eingeschränkt, besonders in die liebe Partnerschaft. Es ist auch nicht der richtige Augenblick, etwas Neues zu starten. Da sind momentan Hindernisse da. Lieber warten, bis Mond im Tierkreiszeichen Steinbock bewegt und dann ist der richtige Augenblick, etwas in Ordnung zu bringen, die Ruhe zu finden oder etwas Neues starten. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, wenn es um große Entscheidungen, größere schicksalhafte Veränderungen handelt. Aber sie sollen Mut und Kraft zeigen und diese Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen. Bei kleineren Entscheidungen oder bei kleineren Veränderungen sind die Begeisterung da und da treffen die Wagengeborenen auch schnelle, klare Entscheidungen. In die liebe Partnerschaft haben sie auch Glück, eine gute Nachricht ist auch unterwegs oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag, womit die Wagengeborenen auch Vorteile haben. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen begeistert etwas und die zeigen auch Kraft und Mut. In die liebe Partnerschaft fühlen sich ein bisschen unsicher. Bei Gesprächen kann sein, dass das zu Missverständnissen führt. Also lieber diese wichtigen Gespräche momentan vermeiden und warten, bis der Kontakt von außen kommt. Also sie brauchen sich nicht momentan überzeugen die anderen. Es ist sehr schwierig, die Kommunikation gerade. Schwierig, die anderen von ihren Meinung zu überzeugen.
Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bewegt sich einiges, besonders was die berufliche Situation betrifft. Viele Schützengeborenen verändern etwas beruflich oder starten etwas Neues. Und die, wo ihren Arbeitsplatz bewahren, bekommen auch Lob und Anerkennung, weil es verbessert sich etwas im beruflichen Umfeld. In die Liebepartnerschaft haben Glück die Schützengeborenen und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten oder ein wichtiger Vertrag oder ein wichtiger Termin. Ganz gute Einflüsse gerade für die Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist mehr Leichtigkeit und Begeisterung. Aber nicht vergessen die Lernaufgabe, auf den Träume, Visionen, Sehnsüchte zu hören und es wirklich ernst zu nehmen, als Ziel setzen. Und die Steinbockgeborenen sind dafür bekannt, dass sie erreichen ihre Ziele. Das ist die Stärke der Steinbockgeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.